Recht herzlich willkommen zur 11. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir befinden uns im Krieg mit Frankreich, Schottland, Lüttich und Sligo. Bei Sligo sind wir aber jetzt gerade hier am Arbeiten dran, dass wir das wieder hier befreien und das gleich besetzen. Wir müssen gucken, dass wir unsere Truppen hier aufbauen. Da läuft noch eine Armee und zwei haben wir hier oben. Die sind immer frei. Wir müssen jetzt fürchterlich aufpassen, dass wir nichts falsch machen. Sligo sitzt momentan mit seiner Truppe hier fest. Die können hier nicht rüber, einfach aus dem Grunde, weil wir die Meerenge hier besetzen mit den Schiffen. Und deswegen kommen die nicht rüber. Ziel ist jetzt sozusagen, Sligo einzunehmen und dann zu schauen, dass wir die in den Friedensvertrag reindrücken. Gut, und dann bin ich am Überlegen, ob wir es danach nicht umgekehrt machen. Wir lassen welche hier rüber, die dann im Endeffekt dann, ja, ich will es hoffen, die Schotten oder so, die hier rüber gehen, das Land besetzen, die lassen wir wieder nicht zurück und machen dann hier frei. Allerdings müssen wir da gucken, dass keine Franzosen hier rüberkommen oder so, ne? Da sind doch hier die, ne, da sind die Oldenburger sogar, okay. Die sind hier. Ja, da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen mit den Oldenburgern dann. Also Armee vielleicht auch aufbauen, ne? Okay. Dann würde ich sagen, was ist das jetzt hier? Agent entdeckt, okay. Tyrion ist die Belagerung schon 100%. Das müsste also sofort fallen, so wie ich das sehe, oder? Ach so, und wir haben, warte mal, Pause. Haben natürlich hier unten, das müssen wir uns auch, oh, die sind gar nicht zusammen, das ist schlecht, jetzt sind sie zusammen. Dann marschieren die da rüber, das ist geklärt. Und wir müssen hier drauf aufpassen, dass die. Die haben 80%, da müssen wir Gegenmaßnahmen machen. Unterdrücken. Und. Okay, das ist schon weg. Das besorgen wir zurück da. Und dann, ja, die anderen sind jetzt wieder bei 50%. Das dürfen wir auf gar keinen Fall uns passieren, dass da irgendwelche Dingens jetzt rauskommen, ne? So, und wir müssen aufpassen, dass unsere Schiffe da bleiben. Gegen Burgund haben wir einen Handelskriegsgrund verloren. Ach, was mir noch einfällt, ist das. Das müssen wir erstmal verringern. Das steht ja hier oben, ne? Hohe Kriegsmüdigkeit. Die wollen wir natürlich nicht haben. Das ist auch weg. Können wir sogar nochmal senken. Aber vielleicht sogar beides nochmal. Gut, das ist gut. Und wie sieht es mit den Finanzen aus? Die sind relativ teuer. Korruption bekämpfen ist klar. Flotten. Das ist viel Geld alles. Berater starten. Ich glaube, wir müssen mal hier rein. Und die Berater leider alle entlassen. Das können wir uns gerade nicht leisten. Das ist halt so. Dann haben wir hier diplomatische Reputation. Okay, das wäre natürlich eigentlich wichtig zu behalten. Und die Moral auch. Also den definitiv weg. Aber das mit der Moral, den würde ich doch schon gerne behalten, ne? Aber das Stadtsäckel sagt natürlich noch was anderes, ne? Wir haben keine Kriegssteuern erhoben, dann sollten wir das mal tun. So, das läuft. Die Truppe schicken wir gleich darüber. Ich bin echt am Überlegen, auch dass wir zusehen, dass wir vielleicht noch das eine oder andere Schiff kriegen, ne? Geld ist jetzt gleich alle. Die vereinen wir. Reiben sich sogar auf, ne? So, da kommt was. Ein Friedensangebot der Franzosen. Koks an Frankreich ab. England tritt Normandie an Frankreich ab. England tritt Labourse, Bordeaux, Maine, Northumberland an Schottland. Cumbria an Schottland. Alençon an Frankreich. Ja, zack, hier ablehnen. Wollen wir nicht drüber reden. Wollen wir erstmal nicht. So. Weiterlaufen lassen. Was ist das? Ja, Friedensverträge sind hinter uns. Wir mussten Kredit aufnehmen. Können wir denn mit den mit den Spaniern irgendwas veranstalten? Das ist die Frage, ne? Nee, da wäre jetzt nichts möglich, ne? Das ist ganz schwach. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass wir im Krieg sind, ne? Die Portugiesen. Sieht genauso aus. Wenn wir jetzt Frieden hätten, wäre das vielleicht anders. Gut. Muss weiterlaufen erst. Prestige verlieren. Da haben wir gerade mal Zähne.
Forderungen, administrative Forderungen verlieren sind hier. Da haben wir eigentlich genug. Das können wir also ruhig eingehen. Ja, wir müssen gucken, dass wir das hier hinkriegen, ne? Und ja, wir sollten definitiv gucken, dass wir hier auch, wenn wir Mannstärke haben, da wieder noch eine Truppe ausheben. Wir müssen mindestens die Oldenburger schlagen können. Wir sind da gestorben. Staatsmann Samuel Sunderland. Das war jetzt nicht der Dingens, ne, oder? Habe ich den entlassen? Ja, den habe ich entlassen. Gut. Passt also. Darlehen wird bald fertig, Waffenruhe endet. Kämpfte Nachfolge, ja, das ist alles klar, ne? Friedensangebot kommt wieder rein. Das sieht aber nicht anders aus wie vorhin. Wie viel haben wir denn hier eigentlich mit 85 Dukaten sollen wir bezahlen? Ne, machen wir nicht. Wir haben auch noch freies Land, dann ist das auch, glaube, locker machbar, ne? Naturwissenschaftler gestorben. Weiter geht's. So. Mannstärke. Können wir hier ein Schifflein bauen eigentlich? Zurück. Ja, Schiffe können wir bauen. Wie sieht denn die Flotte aus? 7, 7, 1, 20. Transportschiffe 20. Leichtes Schiff. Was sollten wir da bauen? Eine Bark. Kosten 20 Dukaten. Das mit dem Geld ist gerade schwach, ne? Aber es ist halt auch, dass wir hier, sag schon, irgendwann aufpassen müssen, dass uns nicht irgendwer angreift, ne? Was kostet der Spaß denn? Und ist das 12? Das kostet 10 der Galeere. Hier wäre sogar Galeere machbar, ne? Ist ja ein Binnengewässer. Und hier blockierst du gleich mehrere Häfen, ne? Tja. Großschiff. Das ist zu teuer. Die Galeere wäre das günstigste. Eine Kogge. Die Kogge kann transportieren, ne? Ja. Ich weiß nicht. Ich würde es eigentlich tun wollen, aber es bringt nichts. Wir müssen Truppen erstmal haben. Das dauert natürlich hier, sieht man, ne? Da kommt wieder die französische. Wie viel Geld ist es jetzt? Immer noch 85, lehnen wir auch weiter ab. Ja. Jetzt müssen wir uns hier erstmal vorkämpfen, dass wir Sligo kaputt machen, ne? Und? Oh, 68, wird schon billiger. Ja, die kommen momentan nicht ganz weiter, ne? Ansprüche erhoben. Okay. Weiter geht's. Komm, besetz das mal. Das muss ein bisschen schneller gehen hier. Ist das hier Kriegsmüdigkeit? Nein, Unruhen. Ulster, Cork und King's Country. Wir können noch so oft da betteln und 85 jetzt wieder ablehnen. Ja, die Zeit muss hier weitergehen, ne? Gut, da hat's geklappt. Gehen wir nach da unten. Und das nächste jetzt dann bringen, weil ich hoffe, jetzt haben wir schon 73 Kriegsstand, ne? Gut. Wenn wir das haben und den Frieden haben, dann wird da natürlich besetzt werden, ne? Agent entdeckt. Norwegen. Was wollen sie jetzt an Geld haben? 85 gibt's nicht. Wir haben 1000 Mann, das heißt, wir können noch eine Truppe ausheben. Machen wir da. Achso, wir haben das besetzt. Okay, wunderbar. Dann noch dahin. Und dann haben wir nur noch eins, was wir besetzen müssen. So, dann machen wir Frieden mit Sligo. Jetzt kommen wieder die Franzosen, ne?
Wie viel Geld ist jetzt? Immer noch 85. Lehnen wir natürlich wieder ab. Was soll's. So, 94 ist der Kriegsstand bei Sligo. Wenn man das natürlich... Ups, jetzt habe ich hier aus Versehen... Ah ne, ist auch schon fertig. Cool. Gut, dann können wir jetzt hier gucken, dass wir einen Frieden verhandeln. Meine Maus ist auf die, gegen die Tastatur gelaufen. Ne? So, das geht alles. Wir können Sligo also auslöschen. Das ist doch cool, oder? Noch das ganze Geld mitnehmen. Ja, dann sind die weg, ne? Zack. Weiter geht's. Alles England. So, jetzt marschieren die natürlich los, weil da und da Ländereien frei geworden sind. Da sind Aufständische, das ist auch cool. Und hier haben wir jetzt gerade leider kein Geld, sonst hätte ich gesagt, da erheben wir noch eine Armee, ne? Gut. So, warte mal, wir müssen Korn. Das klappt. Hier Kriegszustand verringern. Stabilität ist okay. Was haben wir sonst noch? Gucken wir mal langsam durch. Okay, die Moral würde ich gerne behalten, haben wir gesagt. Das ist jetzt nicht wichtig. Portugal, wie ist denn das jetzt besser geworden? Naja, hat sich nichts geändert. Kann man also so lassen. Ja, wir sind mit dem Geld natürlich ganz schlecht dran. Da muss auch noch besser werden, ne? Handel, das lassen wir erstmal so alles stehen. Hier sind wir, wie weit sind wir denn überhaupt hier so, ne? Warte, das sage ich hier, ne? Oder wie war das? Stufe 5, 7, 5. Okay, dann müsste man mal gucken, dass wir die Werkstatt und so kriegen, ne? Was haben wir denn hier eigentlich laufen? Weiß ich gar nicht mehr. 100 mehr Prestige haben als 50. Da ja, müssen wir gucken, ne? Dass wir das hinkriegen. Britisches Reich gründen, die britische Nation diplomatisch aufbauen, ja. Gut, hier waren wir schon. Überdehnung 24%. Naja, ist halt so. Hier 60. Ulsterische Nationalisten. So, die sollten eigentlich am auf Schiff, ne? Ne, lass er erst da stehen und dann gucken wir weiter. Ja, lass mal ein bisschen laufen. Da wird jetzt das besetzt. Franzosen melden sich wieder. Ich sehe gar nicht den Betrag mit dem Geld. Ist der weg? England, Normandie, Labour, Bordeaux, Maine. Tritt Northumberland an Schottland ab. England, Northumberland. Okay. Ja, das ist alles trotzdem noch zu viel, ne? Das lassen wir so. So, jetzt müssen wir dann überlegen, wie wir taktisch hier vorgehen. Ne? Die helfen uns momentan ja eigentlich, wenn sie die angreifen würden, zum Beispiel. Und das wäre cool, ne? Mannstärke kriegen und hier wenigstens 1000 ausheben. So, die einen war gerade, die haben die Rebellen hier gerade mal platt gemacht. Wie man sieht. Hat sich also nichts getan. Es sind 18,7. Das schaffen wir nicht, ne? Einzige, was wir schaffen können, die auf der Insel einzusperren. Das letzte Turnier. Ja, was haben wir denn? Geld ein bisschen verlieren, administrative Macht oder verlieren 5 Prestige? Das Prestige, das bauen wir uns so langsam auf, ne? Machen wir das. 51 Dukaten. Nee, machen wir nicht. Ja, die Schotten haben das besetzt, ist klar. So, das würde bedeuten, wir müssen jetzt gucken, dass die da rüberlaufen, ne? Jetzt laufen sie aber erst nach hier unten. Können wir denn da was anfangen, wenn wir jetzt da rüberlaufen? Wir dürfen ja, ne? Was ist es? 119, jetzt wollen sie schon mehr Geld, weil sie das eine noch da haben.
Wer ist das denn jetzt? Utrecht schloss ein Militärbündnis mit unserem Feind Schottland. Okay. Gut, da ist keine Truppe. Cornwall wird von Oldenburg jetzt besetzt. Okay. Und die kommen jetzt hoch wahrscheinlich, ne? Und wir kriegen das dann leider nicht hin, ne? Was ist das? Ein Darlehensangebot. Komm, das akzeptieren wir mal, ne? Was ist das? Agent entdeckt. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen, was die Schotten da unten machen. Die kommen hoch. So, und wir haben das Land. Gehen jetzt zurück. Okay. Die beschäftigen wir jetzt dadurch ein bisschen, ne? Hier unten sind 6 Einheiten. 2 verschwinden, oder wie sehe ich das auf Schiff? Das wäre super cool, wenn das weniger wären, ne? Ja, wir haben es gerade noch geschafft wegzukommen, ne? Oder wie sehe ich das? Kardinalminister. So, England bekommt Kardinal in der Administration bis 24. Juli 15.3, also 20 Jahre. 5% Stabilität billiger. Missionswert, Toleranz. Der Vatikan des Papst Einfluss jährlich plus 0,5. Oder erhalten Prestige. Ich nehme es Prestige. So, Agent entdeckt von Dänemark. Die sind da oben beschäftigt jetzt, das zu befreien. Das würde bedeuten, kriegen wir das hin, hier auf Schiff und dann dahin. Aber das wäre hier unten wieder gefährlich, ne? Ne, das lassen wir mal gerade noch, ne? Hm. Wenn wir in dem Land wären, wir können noch keine Einheit kriegen. Die haben wir jetzt beschäftigt, ne? Hm. Ja, es sind nur 4 Einheiten, aber 3 Leute fehlen uns, um eine Einheit auszuheben, ne? Schade. Okay, die fördern die Renaissance. Haben wir jetzt nicht die Möglichkeit. Oh, da unten sind nur noch 2 Truppen drin. Jetzt wäre es zu überlegen, dorthin zu ziehen, oder? Die Royal Navy einziehen. Macht das nicht. Wir haben mit 4 Truppen unterlegen wir den trotzdem noch. Da kommt wieder das Angebot. 34 Dukaten lehnen wir ab. Also es ist wirklich zu überlegen, die darüber zu lassen und dann die Häfen wieder zu blockieren. Aber wir müssten mehr Korn, ne? Oder schneller Korn. So, jetzt haben wir hier Einheiten. Und ich nehme mal ein Pferdchen jetzt. Was ist das? Kriegsmüdigkeit müssen wir was senken. Haben wir gemacht. Wir können Spionagenetzwerk von Schottland. Hier können wir was machen. Was ist das? Kostet viel mehr Macht, um diese Idee zu kaufen. Korruption plus 0,3. Regeneration, Rekrutenreserve. Boah, das ist ganz wichtig für uns. Das ist ganz wichtig. Gut. Ja, so läuft's, würde ich sagen. Wir müssen gucken, dass wir die Einheit mehr kriegen. Dann gucken wir, dass wir hier die Oldenburger vielleicht mal schlagen, die hier rüberlassen. Dann machen wir wieder zu. Dann können wir das ganze schottische Reich besetzen, nicht befreien. Uns
abfesseln hier und da oben befreien und wahrscheinlich auch diese Truppen alle wegmachen von den Franzosen. In der Hoffnung, dass niemand kommt, weil dann sind wir wieder schlecht dran, ne? Ja, gut. Rekrutenreserve erholt sich schneller, das ist auch ganz wichtig. Ja, dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.